bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass der Ostermarsch am Kar-Samstag stattfinden würde, nicht am Ostersamstag, das sei anders. Naja, wenn man das nicht so weiß, dann ist es ja nicht peinlich. Also ich habe vor, da wirklich hinzufahren. Ich habe irgendwo gelesen, dass wahrscheinlich so viele teilnehmen werden wie nie zuvor. Ne? Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Es geht nicht nur darum, so sich für den Frieden so auszusprechen, sondern da muss man auch politisches Handeln dran knüpfen. Ne? Also das Thema heißt tatsächlich abrüsten, nicht aufrüsten, wie einige uns hier das vortragen. Das ist falsch. Also wer den Frieden will, muss jetzt den Frieden vorbereiten und nicht morgen, wie beim Lernen. In der Schule haben wir gesagt, ab morgen wird gelernt. Nein, heute. Heute und deswegen Ostermarsch am Kar-Samstag. Na, da werden wir das zur der Öffentlichkeit präsentieren. Das habe ich vor und außerdem war jetzt eine große Aufräumaktion, der Frühjahrsputz. Da ist der Karfreitag gut geeignet, weil es kommen ein Haufen Gäste und wenn hier nur Müll rumsteht. Ich habe einen alten Mikrofonständer gefunden aus den 70er Jahren. Ja, das hat ja Denkmalcharakter, stand bei mir im Schlafzimmer, den kann man ja so irgendwie zusammenschrauben. Jetzt ist er zusammengelegt, liegt irgendwo im toten Eck. Den kann man auch mal in so einen Metallcontainer reinwerfen oder verschenken. Vielleicht braucht es jemand, vielleicht das Jugendhaus in Weilerstadt. Die haben ja auch so alte Instrumente und Verstärker und Schlagzeuge und so Sachen. Vielleicht kann ich das da auch. Ich habe außerdem noch einen Verstärker, den kann ich da auch mal hinschenken. Gemeinnützig. Ich brauche doch keine Spendenbescheinigung und Steuern und so. Quatsch. Und das können wir mal machen. Aber das ist jetzt nicht das Wichtigste. Jetzt geht es weiter mit Aufräumen.